In der Standardeinstellung vom BäckerKit werden 3D-gedruckte Volumenkörper mit deutlich sicht- und fühlbaren Konturabweichungen gedruckt. Wer genauere 3D-Modelle benötigt, kann die Auflösung einstellen, mit der BäckerKit Volumenmodelle erzeugt. Damit dies nachvollzogen werden kann, ist zunächst ein beliebiger 3D-Körper anzuzeichnen und über Einstellungen 3D-Darstellung die entsprechende Eingabemaske aufzurufen. Im Reiter Körperdarstellung befindet sich der entscheidende Einstellbereich, um Körper via 3D-Drucker feiner aufgelöst zu erzeugen. Der Facettiermodus steht üblicherweise auf Standard und muss für sehr genaue Volumenmodelle auf sehr fein umgestellt werden. Die Auswirkung der Umstellung kann am nächsten Teil sofort betrachtet werden. Selbstverständlich kann auch die Auflösung bereits gezeichneter Volumenmodelle geändert werden. Dazu muss zunächst in den Modell-Explorer gewechselt, das entsprechende Volumenmodell ausgewählt und dessen Einstellung angepasst werden. Die einmal getätigten Einstellungen bleiben für die folgenden Zeichenarbeiten erhalten. Können aber jederzeit erneut angepasst werden. Bereits gezeichnete Volumenmodelle können selbstverständlich auch nachträglich mit einer neuen Auflösung versehen werden. Dazu ist der Modell-Explorer heranzuziehen, um die gewünschten Einstellungen vorzunehmen. Üblicherweise wird eine STL-Datei über Datei exportieren STL-Datei erzeugt. Nach dem Druck zeigt sich jedoch nur ein minimaler Unterschied zwischen der grob links und fein aufgelösten Düse rechts. Der Export muss daher unbedingt über Datei exportieren 3D-Grafikdatei erfolgen, da dort die neueren Exportalgorithmen von Data Solid eingearbeitet sind. Diese garantieren, dass die Teile vom 3D-Drucker in der gewünschten Auflösung ausgegeben werden. Dem Beweis treten zwei hohle Halbkugeln an, deren unterschiedliche Oberflächenfeinheiten dokumentieren, dass es sich lohnt, sich mit der Facettierung von Volumenmodellen zu beschäftigen. Das Ergebnis: Das gröber aufgelöste Teil links besitzt größere quadratische Flächen, während das höher aufgelöste Modell rechts kleinere Flächen aufweist, was eine realistischere Kugelgestalt ergibt.